Willkommen auf der Insel Minecraft Hardcore mit Bingon. Wir sind schon bei Tag 6. Ihr seht ja, ich stehe immer noch hier auf meiner neuen Baumfarm. Und ich hätte es auch ein bisschen besser anordnen können, weil ich weiß, man kann die alle 5 Blöcke stellen und dann sieht das ordentlich aus. Ich glaube, das werden wir nochmal machen. Schön, dass ich mir die Mühe gemacht habe, eine neue Baumfarm zu bauen. Und dann sieht die so chaotisch aus. Manchmal müssen gewisse Sachen müssen strukturiert sein. Ich finde, das ist sehr wichtig. Ja, heute habe ich ja gesagt, Kühe fangen, unsere Kühe einfangen und hier unterbringen. Das werden wir jetzt auch gleich tun. Ich setze jetzt mal das Zauntor. Ja, nicht wegschmeißen. So. Kuh, geh vom Baum bitte darunter, weil ich brauche dich jetzt gleich. Oder ich will dich jetzt gleich fangen. Also das irgendwie mit der Hühnerfarm ist ja keine schlechte Sache, aber... Ey, Moment. Du nicht hier, sondern du da rein. Ach, was macht ihr denn? Komm mal her. Also, komm. Komm, haben wir nochmal gemacht, die Aktion. Komm, auf, du kennst das Spiel. Auf, du bist bestimmt genau dasselbe Huhn, was mir da abgehauen ist. Komm jetzt, auf. Komm rein. Kommt. Kein Wunder, ey. Krabbeln die da an meinen Häusern hoch? Oder an meinen Häusern? Ja, ist klar. An meinem Haus hoch? Nee, oder? Das machen die nicht wirklich. Schaut mal bitte weg. So, habt ihr was gesehen? Da war gar nichts. Ist nichts passiert. Es ist einem natürlichen Todes gestorben. Dem Hunger, natürlich. Ganz wichtig. Es war ja unser Bestreben. Wir müssen ja überleben. Und das geht ja sonst nicht. Also, tut mir das echt leid. Aber das kann doch nicht sein. Glitschen die da raus? Seit wann denn das? Seit wann backen die so rum? So. Naja, passiert, würde ich sagen. Ei. Ei, Streifi. Ei. Na, komm. Ei, ach, bin ich interessant? Ach, das freut mich. Ach, wenn ich für dich interessant bin, finde ich das gut. So, das funktioniert auch schon mal sehr gut. Oh, das ist ein bisschen hoch. Rückwärtslaufen funktioniert auch sehr gut bei mir. Man kann sich auch einmal zu umdrehen. Aber ich will ja nicht die Kuh aus den Augen verlieren. Komm, rein. Na, komm. Na. Dankeschön. Bedanke mich bei dir. Okay, super. Erster haben wir. Mu. Und da werden wir uns jetzt mal gleich die zweite holen. Und wenn wir auf den anderen Inseln waren und haben andere Bäume geholt, werden wir auch... Ah ja, da super, hier. Komm, wir müssen mal ein bisschen bergsteigen. Genau, ein bisschen bergsteigen. Wir können auch hier einfach runtergehen. Eine bergsteigende Kuh, ist das nicht was Tolles? Und wenn wir auf der anderen Insel waren, werden wir die Baumfarm nochmal überarbeiten. Das gefällt mir gar nicht. So ein Chaos gepflanzt. Ja, es sind 4 Weizen. Das heißt, ich kann euch einmal vermehren. Dann gibt es kein Brot, aber ja, damit muss ich leben. Komm. Einmal. Zweimal. Viel Spaß euch zwei. Ich gucke schon weg. Danke. So. Aber ich hoffe, der Rest bleibt jetzt hier drinne. Du bleibst hier drinne. Ein kleines Hühnchen haben wir. Sehr gut. Okay. Ja, das ist meine Lieblingstür, sehe ich schon, dass das so gut funktioniert. Gut, die Kühe haben wir, die Hühner haben wir. Sehr gut. Wir haben jetzt 15 Eier. Wir könnten doch jetzt mal probieren, ob das klappt. Oh ja. Nein! Entschuldigung fürs Schreien, tut mir echt leid. Ja. Also, das war ein super Plan. Oh, diesmal haben wir richtig was rausgekriegt. 2 kleine gleich. Jetzt komm rein. Auf geh rein. Na, ey, die Kleinen hören besser wie die Großen. Habt ihr das gewusst? Guck mal, dem hab ich gesagt, geh rein und der hat das wenigstens gemacht hier. Und die Großen, die versuchen wir mal abzuhauen. Na, die wissen wahrscheinlich, dass ich sie nur zum Züchten brauche und sie dann irgendwann sterben müssen, aus Versehen. Ja, so ist das Leben. Das kann man nicht ändern. Oh, wir haben schon 2 Pfeile, das ist gut.
So, jetzt haben wir das Gehege. Jetzt wollten wir aber ja noch ein Schweinegehege bauen. Ich würde sagen, dafür müssten wir aber doch ein bisschen noch. Die Schweine will ich aber nicht auch noch vor der Tür. Also jetzt nicht direkt vor dem Fenster. Oh, eine Babykuh. Wir werden einfach diese Insel einen kleinen Tick vergrößern. So hatte ich mir das natürlich jetzt nicht vorgestellt. Dem reinfallen, aber wir werden die Insel hier einen Tick vergrößern. Na, Okti, alles klar. Na komm, Okti, Mama, Mama, geh mal. Du sollst da weggehen. Ich hatte dich gebeten, bitte Platz zu machen. Weil das kommt nicht so gut, wenn du da rumlümmelst hier. Such dir mal deine Spielfreunde, ja? Sind doch genug da. Geben die nicht mittlerweile irgendwie was zu essen oder ist das eher nur in verschiedenen Modpacks? Naja, gut. Mache ich mir. Muss ich mal austesten, dann werde ich das herausfinden, glaube ich. So. Was wollten wir hier hinbauen? Eine Schweinezucht. Die kriegen natürlich alle Erde, kein Sand. Sand ist doch nichts für die Tiere. Wasser ist nicht schlecht, aber das wollte ich jetzt auch nicht haben. Ja, ihr müsst euch ein Gehege teilen mit den Schweinen. Also halb teilen. Ihr seid Nachbarn. Kollege. Seid ihr. Wer? Wasser war mir klar. Ist okay. Kein Problem. Wird doch alles zugemacht. Stimmt, wichtig ist, wir haben Eimer. Wenn wir wieder eine Minentour soll machen, sollten wir Wassereimer mitnehmen. Ganz wichtig. Ja, man weiß ja nie. Es gibt viel Lava. Gibt auch Leute, die spielen gerne mit Lava. Und gerne viel mit Lava. Ich bin nicht so einer, der so unbedingt gerne mit viel Lava rum experimentiert und spielt. Sie ist da, man braucht sie für irgendetwas, aber ja, ich muss mit denen keine Spiele treiben. So. Ja, was denn? Alles gut? Oh, jetzt noch ein bisschen Erde. Bestimmt nicht mehr viel da. So viel habe ich ja noch nicht weggetragen von dem Berg. Auf 64, das ist okay. Warum habe ich denn eigentlich immer so viel Holz in der Tasche? Wir müssen uns gleich Zäune machen. Wir müssen uns jetzt auch gleich Zäune machen. Die machen wir jetzt auch gleich. Wie war das nochmal? Machen wir das so und so. Sehr gut. Jetzt können wir uns aber gerade mal kein Tor mehr machen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Machen wir ein paar Sticks. Zack. Und dann zack. Nee, schon wieder verkehrt rum. Ach komm. Vorhin habe ich es noch richtig gemacht und jetzt mache ich es wieder verkehrt. Ist aber auch jedes Mal dasselbe mit mir. Weizen, du kannst auch ein bisschen schneller wachsen, weil. Kommst du her? Danke. Das nehmen wir doch gleich mit. Was ein Tiergezücht hier. Die Hühner, die Kühe. Bald kommen noch die Schweine. Auch die Schafe werden dann auch noch lustig. Mache ich hier direkt dran oder mache ich wieder ein bisschen frei? Also, ich will nicht direkt ans Wasser. Das ist definitiv klar. Das will ich nicht. Aber für Schweine, für zwei so Schweinchen. Ja, dann muss ich halt. Ja. Dann muss ich halt, würde ich sagen, eine konkrete Mitte ist das aber jetzt nicht. Und das ist eigentlich. Was? Direkt, wir gehen da dran. Das ist. Braucht doch keinen Weg dazwischen. Wir können ja zwischen den Kühen und den Hühnern gehen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Gut, das heißt, jetzt fehlt uns noch das Türchen. Das habe ich einstecken. Jetzt haben wir auch schon den dritten Stall. Zack. Ausleuchten. Ganz wichtig ausleuchten. Wir haben hier Fackeln weggerissen. Brauche ich dann hier noch eine? Ja, setze ich mal hier noch eine. Die kann ich außen setzen. Die setze ich jetzt außen. Nochmal zur Sicherheit. Haben wir ein bisschen was weggenommen. Sehr gut. Okay, ach, jetzt geht die Sonne schon wieder unter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber wir haben noch die ganze Nacht. Aber naja, für eine Inseltour in der Nacht. Ich würde sagen, eine Inseltour in der Nacht wird wohl nichts. Wir könnten hinten an der Baumfarm ein bisschen was wegtragen. Oder habe ich denn Cobblestones? Ach, ich will ja gar keine Cobbles. Warte mal. Erstmal Tür schließen, bitte. Wir wissen ja nicht, was kommt. Wir haben aber den Stein. Ich dachte mir schon überlegt, ob wir die Säulen nicht weiß machen. Also die Zwischensäulen. So rot-weißlich vielleicht. Ah, ich weiß noch nicht. Mal gucken.
Das ist immer so schwierig mit dem Bauen. Wie gesagt, viele sehen das einfach nur so, ja, was unbedingt eine super Behausung und schön bauen. Aber man muss sich ja auch ein bisschen wohlfühlen. Gut, dass wir noch ein bisschen Erde haben. Die werden wir jetzt brauchen. Die werden wir jetzt auch nutzen. Ja, ich weiß, ich hätte auch noch ganz runtergehen können, aber unser Feld müssen wir auch mal langsam vergrößern. Wir werden es bald brauchen. Ich sage bald. Naja, in naher Zukunft. Noch eine Fackel da dran. Wir werden es irgendwann in Zukunft brauchen. So, machen wir hier drei. Ja, also bis hierhin wollte ich schon mit dem Häuschen noch wandern. Ich weiß, es ist sehr groß. Aber ich möchte auch eigentlich meinen richtigen Kellergang. Würde ich gerne auch woanders hinbauen. Und dafür brauche ich diese Größe des Hauses. Also von der Länge her gesehen jetzt nicht von der Breite. In der Breite bleiben wir ja. Können wir ja immer noch nach hinten gehen. So, mal ausleuchten. Gut. Ja, dann werden wir das jetzt hier so machen. Genau, das wird rot. Die Scheiben habe ich jetzt nicht einstecken. Jetzt ist halt die Frage, setzen wir hier rot drauf oder setzen wir da weiß drauf? Wir könnten auch rot machen. Einen weißen und dann Glas. Ja, das ist wieder super, wenn man sich so gut entscheiden kann. Könnten auch einfach mal die Länge abzählen. Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube 12, wenn ich mich nicht verzählt habe. 12. Das wären die Außen. Dann kommt einmal weiß und dann hätte ich 12. Das sind 10, sind 8. Wären 8 Scheiben. Das ist so, ich denke, das ist okay. Also tut mir leid, musst du leider weg. Erst einmal vorläufig. Du musst auch mal weg. Ich setze mal dich dahin dafür. So. Ja. Genau. Ich dachte schon, ich hätte was gehört. Wir machen trotzdem zu zur Sicherheit. Scheiben. Oh ja, super. Habe ich ganz viel. Fackeln. Also Glas. Da müssen wir nochmal Glas brennen. Ganz wichtig. So. Jo. Oder mache ich eher in der Mitte eine Säule und setze hier doch wieder Glas ein? Ach komm. Oder mache ich doch weiß und mache in der Mitte nochmal weiß. Ich glaube, wir bauen das jetzt so lange, bis wir gefunden haben, was wir wollen. Also, gut. Jetzt hätten wir hier drei und drei Glas. Das heißt, es wäre hier und hier. Und wir machen hier Glas. Ja. Was haltet ihr davon? Oder soll ich die zwei weißen außen wieder rausnehmen und das da lieber lassen? Man könnte ja auch eine Reihe weiß oben drüber setzen und dann eine Reihe rot. Aber dann wäre ich ja vier hoch. Vier hoch ist ein bisschen hoch, finde ich. Aber eine Reihe weiß und eine Reihe rot wäre dann sowieso. Habe ich so viele rote Steine? Nee, natürlich nicht. Habe ich noch Erde einstecken? Klar. Also wir werden das jetzt mal so probieren. Und so probieren. Warte mal, hier müsste ich ja eigentlich. Da müsste wieder Glas hin, wenn ich mich nicht irre. Also hier muss weiß hin. Definitiv muss hier weiß hin. Und dann würde ich nämlich eine Schicht rot setzen. Ich meine, ich bin dann sehr hoch, kommt, aber da kann ich ja das Dach einsetzen. Hier würde ich ja wieder Glas einsetzen. Ja, schwimmen wir halt mal ein Stück. Ja. So, machen wir das mal weg hier. Und schauen uns das doch mal in Ruhe an. Ja. Ja. Könnte man aber auch eigentlich hier die roten rauskloppen, oder? Aber dann sieht das auch wieder blöd aus, weil das keine Verbindung zu dem anderen Rot hat. Aber lassen wir uns das mal machen hier. Und dann schauen wir mal. Wir können sowieso gerade nicht viel machen. Soll ich da vielleicht noch einen weißen reinsetzen? Und vielleicht sogar noch da? Nee, das wäre ja blöd.
Das könnten wir machen. Warte mal, das ist eine gute Idee. Warte mal, warte mal, warte mal. Da finde ich aber dann die zwei Weißen jetzt schon wieder. Machen wir das mal hier raus, sagte ich. Hänge hier mal einen roten dran. Da muss ein weißer dran. Ein weißer und ein roter, richtig? Ja. Ich glaube, so war es doch ungefähr. Hier muss dann der weiße wieder dran. Und dann der Rest rot. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Komme ich mir vor wie ein gestreiftes Haus gerade? Oder wie? Ja. Wie ob ich ein gestreiftes Haus bauen würde. Ja. Irgendwie kann ich mich gerade nicht ganz so entscheiden. Aber haben wir noch Rot? Nee, schade. Ich könnte noch mal ein paar Rote gebrauchen. Weil ich hätte da jetzt noch eine Idee. Ah, ich weiß es nicht. Sagt's mir doch. Helft mir doch mal, was besser aussieht. Wir brauchen ja auch noch ein Dach und alles. Ach Gott. Und Fackeln brauche ich jetzt auch schon wieder hier. Ach Gott, ich habe keine Ahnung gerade. Ja, es bringt jetzt nichts, die Erde hier reinzusetzen. Ich hoffe, die Minecraft-Musik ist nicht zu laut. Ja, ich weiß das immer nicht. Also, wenn ich mir die Folgen anhöre, geht das bei mir eigentlich immer. Also, so richtig gefallen tut mir das ja irgendwie nicht. Probieren wir noch mal was anderes aus. Vielleicht machen wir das so. Aus damit hier. Ja, ich weiß, der fällt da hinten. Vielleicht ist auch das Rot nicht passend. Vielleicht sollte ich statt dem Rot irgendwas Holziges nehmen. Holziges, aha, ist klar. Etwas Hölzernes vielleicht nehmen. Oder. Aber ich will kein Kabel schon wieder bauen. Jetzt habe ich auch kein Weiß mehr. Jetzt bräuchte ich einen Weißen. Ja, das Weiß gefällt mir schon sehr gut. Mit dem Rot oben drauf. Also mit dem Rot muss ich mir noch was einfallen lassen. Das ist noch nicht so. Mach doch mal zu, bitte. Noch nicht ganz, was ich möchte. Und was möchte ich als Decke setzen? Das weiß ich jetzt auch noch nicht mal. Da bin ich auch noch sehr, sehr unschlüssig. Ja, gut, dass ich die Fackel wieder weggemacht habe. Macht ja wohl nichts aus. Setzen wir einmal eine neue. Die hätte ich jetzt wohl nicht gebraucht. Jetzt brauchen wir. Ja, von der Seite sieht man den roten halt nicht. Also ich denke, eine rote Decke, ja, ein bisschen mit Glas arbeiten werde ich bestimmt. Weiß habe ich nicht. Ich denke, ich werde mit Glas schon was arbeiten, aber ob es so viel ist, dass ich jetzt. Weiß nicht, das ist schon wieder sehr schwierig. Habe ich noch weiß? Nee, habe ich nicht. Geht die Sonne schon wieder auf? Ach, Mann. Ach, ja. Das wäre jetzt natürlich schön, wenn ich jetzt da schon eine Entscheidung hätte. Aber, na gut. Jetzt haben wir auch Tag 6 rumgebracht. Waren doch relativ produktiv, finde ich. Der nächste wird dann besser. Schauen wir mal, was in der nächsten Folge passiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.